Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Eistest. Wir schauen uns das neue Oreo-Eis im Becher an. Ja, tatsächlich neu. Es ist nämlich eine neue Rezeptur. Die haben die Rezeptur verändert. Es ist jetzt leider kalorienärmer, ein schlechtes Zeichen. Und da oben steht auch drauf, neu. Das alte Oreo fand ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier ist. Wir gucken einfach mal drauf, was drin steckt und natürlich, wie es schmeckt. Wie gesagt, gerade so, man muss auch sagen, es gibt bei Oreo, es gibt so viele Produkte, die oft von anderen Herstellern kommen und dann sind die Sachen, das ist irgendwie manchmal was völlig anderes. Ich finde das teilweise sehr verwirrend bei Oreo. Probiert es einfach aus, wenn euch irgendwie was in die Finger kommt, was euch interessiert. Wie gesagt, wichtig ist aber zu wissen, dass diese Oreo Pints jetzt hier eben neu sind. Ich bin nicht sicher, ob die Kleinen davon auch dann anpassen werden, weiß ich nicht. Das hier auf jeden Fall ist ein anderes. Und zwar haben wir Ice Cream with Mini Cookies and Oreo Pieces. Bei dem anderen Oreo-Eis waren zum Beispiel noch weiße Schokoladenstückchen mit drin und irgendwie nur eine Sorte Kekse. Und die Kekse waren mit Milchcreme-Füllung. Das ist jetzt hier anders. Interessant ist auch, dass hier tatsächlich, das kann ich euch schon sagen, weniger Zucker drin ist, was mich ehrlich gesagt irgendwie wundert. Ein Eis, was nur 19 Gramm Zucker hat, sieht man eigentlich nie, aber angeblich ist es so. Wer weiß, ob hier irgendwelche Augenwischerei betrieben wurde. Da ist nämlich schon ein bisschen angetaucht, muss ich ein bisschen beeilen. Wir haben jedenfalls Eis mit Vanillegeschmack. Achtung, Eis, keine Eiscreme, sprich wenig Milchfett drin oder nicht genügend Milchfett. Mit Vanillegeschmack und Kakaokeksstücken 9,5% und Kakaokeksen. Wo auch immer der Unterschied ist zwischen Kakaokeksstücke und Kakaokeksen. Wahrscheinlich große Kekse und das sind dann Keksbrösel. Entrahmte Milch. Wir haben Kakaokeksstückchen drin, die aus folgenden Zutaten sind, aus vielen Zutaten. Dann haben wir Palmöl drin, die, warte mal, ich muss mal kurz gucken, Kakaokeksstückchen, Backtriebmittel, achso, ne, Palmöl ist in den Keksenstück drin, Speisesalz, Sojalecithine, Glukosesirup ist hier im Eis drin und pflanzliche Fette, Kokos und Palm wird für die Eismasse benutzt. Das ist selten, dass man auch Palmfett für die Eismasse benutzt, finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so geil. Zucker eingedickt in rahmte Milch und so weiter, Stabilisatoren, Johannesbrotkernmehl und so weiter sind drin. Und das war Salz, Aromen und hier, wie gesagt, die Nährwerte. Wir gucken da rein. Ich freue mich trotzdem drauf, auch wenn sie es irgendwie verändert haben, wobei es mit weißer Schokolade schon geiler wäre. Ich bin mir relativ sicher, dass die kleinen Becher, dass da keine weiße Schokolade drin war. Also es gibt immer irgendwie andere Rezepturen, je nachdem, wer es gerade macht. Was ich übrigens vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir hier ein luftiges Eis haben. 84 Milliliter, 324 Gramm. Natürlich nicht Cremissimo-Style, aber eben auch nicht Ben & Jerry's oder Häagen-Dazs-Style, sondern es ist schon Luft drin. Hier seht ihr das Eis. Überall sind kleine Keksbrösel drin. Oh, und da kommen auch direkt schon größere Keksstückchen. Ich hatte hier so ein Keksstück dabei, aber sogar recht weich, fast schon so ein bisschen fudgy, jetzt nicht wie so ein Fudge Brownie von Ben & Jerry's, aber doch ganz gut. Das Eis schmeckt gut, es hat so eine, ich glaube, da ist auch Sahnearoma drin oder sowas, das schmeckt schon recht sahnig und Sahne war ja nicht drin, wenn ich mich recht erinnere. Nee. Hat so einen sahnigen Geschmack ein bisschen. Vom Mundgefühl finde ich es auch sehr gut. Es schmeckt auf jeden Fall ein bisschen dünner als irgendwie so einem Ben & Jerry's oder so. Wenn man mal guckt, 11 Gramm Fett. Davon ist aber auch ein relativ großer Anteil in den Keksen drin. Sprich, wir haben vielleicht so eine Eismasse, die so, ja, vielleicht so 9% Fett hat oder so. Man schmeckt, dass sie ein bisschen magerer ist als bei Ben & Jerry's oder so. Sieht aber schön aus, man hat halt überall diese Kekse. Man wird jetzt hier wahrscheinlich keinen riesigen Bunker finden oder sowas, aber eben überall so kleine Dinger drin. Also diese Konsistenz der Kekse gefällt mir wirklich gut. Die sind jetzt natürlich nicht knusprig, sondern die sind eben weich und so ein bisschen knatschig, aber wie gesagt, nicht wie so ein Brownie von Ben & Jerry. Tatsächlich kommt mir das Eis nicht so süß vor. Man schmeckt es natürlich, die Süße, aber es gab schon süßere Eis. Also das kann ich auf jeden Fall beurteilen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo der Unterschied ist zwischen den Kakaokeksen und den Kakaokeksstückchen. Vielleicht ist dieses alles, was irgendwie so klein ist, hier ist ein Kakaokeksstückchen und das ist ein Kakaokeks. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Vielleicht kommen ja hier auch noch große.
So wie auf dem Bild. Aber oh, da. Ich habe was gefunden. Hier. Achtung. Ah, nee, hier. So, Moment, wir müssen jetzt hier noch so ein bisschen befreien. Ich glaube, das ist dann jetzt der Kakaokeks. Das hier. Also das da drunter, seht ihr diese runde Form? Ich glaube, da ist sogar so ein Oreo-Ding eingeriffelt. Das sieht man ja in diesen drei weißen Strichen, dass da wie so eine Struktur drin ist. Also wir haben hier so eine Art Oreo-Keks im Mini-Format wohl drin. Kein ganzes. Und wie gesagt, es fehlt aber diese Creme. Die eigentlich maßgeblich wichtig ist für Oreo. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass es jetzt hier nicht dabei ist. Es ist ein gutes Eis. Mein Favorit von Oreo war aber immer dieser kleine Becher. Wie gesagt, ich habe den, muss ich aber auch sagen, schon länger nicht mehr gegessen. Aber ich fand den irgendwie noch voller vom Geschmack und irgendwie noch sahniger, auch wenn da wahrscheinlich auch Aroma drin war. Fand ich super geil. Das ist auch ein leckeres Eis, aber ich würde zum Beispiel immer das Dime bevorzugen. Das Dime-Eis aus dem Becher ist absolut der geilste Scheiß, den es gibt. Fantastisch leckeres Eis. Das hier ist auch lecker. Aber irgendwie, mir fehlt das ein bisschen, diese typische Röstnote von den Oreo-Keksen. Das ist irgendwie hier nicht so intensiv und... Ich versuche es hier mal nur so ein Oreo-Keks nochmal. Ja, man hat es ein bisschen, aber eben nicht dieses sehr stark geröstete, was die Oreo-Kekse selbst haben. Also das fehlt hier einfach ein bisschen. Das finde ich persönlich schade. Trotzdem ist es ein Eis, was mir gut schmeckt. Aber es ist kein Eis, wo ich sage, hey, ich bevorzuge dieses Eis. Also ne, ich gehe in den Laden und sehe Dime und sehe das. Ich kaufe mir das Dime. Aber nicht, weil das hier kacke schmeckt, sondern weil das Dime einfach besser schmeckt. Ja, das war mein Fazit zum Oreo-Eis. Eure Meinung könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr schon die alte Rezeptur probiert habt oder die neue Rezeptur, werdet ihr es probieren? Ja, nein, vielleicht. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage vielen Dank mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid super. Ich bedanke mich bei euch. Auch meinen herzlichen Dank an dieser Stelle hier nochmal an alle meine Kanalmitglieder. Ihr seid ebenfalls großartig und an die Leute, die mich bei Patreon unterstützt haben oder auch bei PayPal. Und auch ganz großen Dank an Timo und Maria, die, ich sage jetzt mal, Namuran-Supporter hier. Herzlichen Dank euch. Herzlichen Dank euch allen auch für eure Kommentare und einfach fürs Zuschauen. Ihr seid alle klasse. Ich wiederhole mich. Ich weiß. Danke und ciao.